Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Silence. Letzte Folge ist Bot abgestürzt. Ob er überlebt hat, ob wir ihn wiedersehen, vielleicht in dieser Folge. Viel Spaß mit dem Video. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Shana. Keiner hält dich auf. Das ist jetzt witzig. Das ist nicht witzig, aber danke für den Witz. Aber das ist nicht witzig. Body! Oh nee. Komm, komm, noch ein Stück. Rein mit dir. Alter, das war knapp. Das war verdammt knapp. Optisch finde ich es braun. Raum, ehrlich. Sitzt unterm Wasserhahn, also unterm Wasser. Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Samuel sprach nur von einem Gott, hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini? Kyra? Wo seid ihr? Also, jetzt mal ganz ehrlich, der hat doch verdammt viel Ähnlichkeit mit Noah, oder? Wieso heult der Kerl? Von Kyra gibt es eine Statue? Glaub nicht. Falls sie eine Kriegerin ist. Ich glaub nie, dass das eine Statue ist. So steht zwar Statue, aber ich glaub's nicht. Eine Laterne ohne Kerze ist wie Noah ohne Rini. Ja, genau. Okay. Was sind da für Optionen? Wo sind Kyra und Rini abgeblieben und wo ist Shana? Mhm. Moment, ich habe die Laternen, ich habe hier Kyra. Was sind das? Zum Orakel. Orakel, Teil der gefangenen Götter, Statue von Rini? Was ist Rini? Wow, eine Statue von Rini. Klar, sie ist ja die Königin. Okay, ich denke, mir hängt eine andere Wahl, als Orakel zu lösen. Na toi toi toi. Schaut aufmerksam mit, hilft mir. Bitte. Wir müssen Orakel lösen. Vielleicht. Komm ich jetzt auf das Bins? Na, sowas ähnliches. Hallo, Sam. Wow. Hallo, Shana. Dass wir uns noch mal über den Weg laufen. Was das letzte Treffen war nicht gerade das, was man gerne in Erinnerung behält. Schwamm drüber. Du kannst ja nichts dafür, dass du Dinge erzählst, die keiner hören will. Du bist schließlich ein Orakel. Und du bist immer noch derselbe Clown. Okay, wir bleiben erstmal höflich. Diese Steinstatuen draußen, das sind doch nicht wirklich Rini und Kyra, oder? Doch. Aber wieso? Warum? Das hier wird eine Prüfung für dich, Sadwick. Und sie hat schon begonnen. Bist du in der Lage, diesmal das Richtige zu tun, Sadwick? Was falsch, ne? Jetzt habe ich einen Screenshot aufgenommen. Ja, sicher werde ich das Richtige tun. Das ist für eine Frage. Na klar. Fang damit an, Rini und Kyra ihre Lebenslichter zurückzubringen. So kannst du beide befreien. Ich stelle dir einen magischen Thron zur Seite. Bedenke, dass der Thron symbolisch für den Herrscher von Silence steht und also auch so funktioniert. Hast du das alles verstanden? Also, ich habe einen magischen Thron und soll den lebendig zurückbringen. So viel habe ich verstanden. Ja. Okay, Katze. Na klar. Ganz schön romantisch. Erwartest du heute noch jemanden? Das sind nicht bloß Kerzen, sondern Lebenslichter. Herzgenieße! Geht eine Flamme aus. Erlischt damit ein Leben. Ups, Entschuldigung. Danke. Wie viel hast du jetzt umgebracht? Scherzkeks. Wo ist denn der Thron?
Also, finde das Lebenslicht von Kira. Irgendwie müssen die doch auffallen. Okay. Die müssen auffallen. Also, da steht was drauf. Ist die da Renis Kerze? Oder Kyras? Wohl eher Kyras, ne? Kyra? Nein. Reni? Nein. Ist die da Renis Kerze? Oder Kyras? Rainy? Nein. Auffalle. Ja, verdammt nochmal, wie sollen die auffallen? Seht ihr einen Unterschied? Lange, mal dicker, mal kleiner. Aber richtig auffallen. Warte. Finde das Lebenslicht von Kyra oder Rainy. Irgendwie müssen die doch auffallen. Kyra? Ja, Punkt für mich. Der Kyra haben wir ja gefunden. Der mich einfach dort aufgeklickt hat. Wenn ich jetzt aber dort aufklick, hatte ich ja versucht. Ist die da Renis Kerze? Ja, klar. Wo siehst du Renis Kerze? Okay, ich bin ganz Ohr. Reni? Nein. Reni? Nein. Ist die da Renis Kerze? Oder Kyras? Links. Die könnte Reni sein. Von Reni oder Kyra? Was siehst du jetzt links? Das dort, du habe ich schon drauf gedrückt mit diesem Silence, mit dieser Silence-Schrift. Reni oder Kyra? Hattest du die gemeint? Oder die da? Links. Mir aus C links, ne? Ach so. Hm? Das mit dem Silence-Symbol, das habe ich sofort erkannt und habe Abruf gedrückt. Aber ich kann jetzt nicht sagen. Reni? Reni? Nein. What? Reni? Nein. Ja, okay. Okay, dann habe ich verstanden. Und hier war Herr Meyer-Kuhnefer. Von Kyra hatten wir gefunden. Kyra? Ja, Punkt für mich. Da ist die Kerze von Kyra. Kyras Kerze. Aha. Ich hätte die noch nehmen müssen. Okay. Kyras Kerze war die. Jetzt gehen wir mal raus und entzünden Kyras Licht. Wie soll man ihr so denn eine Kerze in die Hand stellen?
Plus Zitronen. Die Kerze symbolisiert Kyra. Bewirkt gar nichts. Die Laterne vielleicht. Die könnte dann doch schon eher was befürchten. Und wenn sie ausgeht, ist sie tot. Mist, die Kerze ist zu lang. Du brechst doch jetzt nicht die Lebenskerze durch. Was nicht passt, wird passend gemacht. Okay. Das ist doch nur symbolisch, Kyras Lebenskerze, stimmt's? Ich meine, die Länge der Kerze hat doch nichts mit Kyras Lebenszeit zu tun, oder? Oder? Ja, Junge, jetzt hast du's gemacht. Zieh dir mal einfach eine Längenrede mit an, ne? Sehe ich aber keine Laternen mehr für wenig. Ich hätte lieber wenig gerettet. So geht's. Aha. Da habe ich die Splitter. Lebenslicht für Splitter. Guter Tausch für mich. Okay, was machen wir jetzt? Aber finde das Lebenslicht deiner Schwester. Ja, aber wo tue ich das hin? So, ich muss auch immer gucken. Ich bin jetzt bin ich gestorben? Ich muss jetzt nur noch Winnies Lebenslicht finden. Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Da ist sie! Ganz vorsichtig. Okay. Welche der Kerze, ja, weil das jetzt zerbrochen, ne? Ist nett, ne? Okay. Rini hat beide Hände voll. So kann sie ihre Kerzen nicht halten. Wenn er doch nur mal aufhören würde zu heulen. Ich muss die Hände zu. Wow. Bravo! Ach so, weil sie auf den Thron kehrt. Sie hält ihr Lebenslicht. Es brennt. Alles ist gut. Oh. Jetzt spring los, kleiner Hüpfer. Ui. Sadwick! Was soll das? Oh, jetzt ist sie ganz grau. Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä? Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit. Siehst ja aus wie eine Oma. Ich sehe auch mal aus wie Oma. Zum Glück bin ich noch drin. Ich hab's geschafft. Hier sind wir. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Huch, wo ist er denn? Eben hab ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit! Shh. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Sadwick einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Wir haben ein Schiff, also los.
Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz. Heilt das Land, die falsche Königin verschwindet, all ihre Sucher mit ihr. Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Sedgwick, ich habe Angst. Ja, ich auch. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Immer haben die Option. Halt die Klappe, du Clown. Dann hört genau zu. Die Prophezeiung lautet: Am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein, wird sie nicht. Das ist die Prophezeiung. Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Herr mit dem Splitter. Hey. Du hast es gehört. Nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Ich kleb aber jetzt hackt's. Ich versuche zuerst zu beruhigen. Wobei die Zyptometer greife ich da aber arschig zu. Also, sie ist definitiv trotzdem die beste Karte in der Hand. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Oh nein! Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung. So, und sich erledigt. Ganz allein? Okay. Frage nach Spot. Kann ich nicht Spot haben? Sein Schicksal kenne ich nicht. Wirklich? Ja, dieses Wesen entzieht sich meinem dritten Auge. Na gut, dann Sedgwick bitte. Erst sage mir, warum. Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn Noah eine Wolke ist, dann ist Sedgwick der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Spielst du mit der Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Sedgwick haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Sedgwick! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Mishana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. So, das war's mit dieser Folge. Lebenslicht gebunden. Ich denke, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende. Ich selbst hab's noch nicht fertig gestreamt. Weiß es also nicht, was noch alles uns erwartet. Aber ich denke, es wird spannend. Noah ist so ein bisschen eifersüchtig auf seine Schwester. Ich hoffe, das legt sich wieder. Und Kyra, ja, da bin ich jetzt auch nur gespannt, wie das noch weitergeht mit ihr. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.